Mein Name ist Andreas Seicher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für neugierige und lernende Menschen. Mein Gast heute ist eine Frau, die schon in jungen Jahren eine Menge beim Thema Lebensbildung gemacht und erlebt hat. Sophie Lonje hat Film, Medien, Kunst an den Universitäten Wien und Edinburgh studiert und sie hat zusätzlich noch am University College in London ein Studium mit dem Thema soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen gemacht. Aber das, was mich am meisten interessiert, sie war 2 Jahre lang Teach for Austria Fellow an einer Brennpunktschule im 7. Bezirk in Wien und macht das Ganze jetzt an einer Brennpunktschule in London. Und wir werden darüber reden, was hier Ihre Erfahrungen in Wien gewesen sind, wie es in London ausschaut, was wir aus Wiener Sicht vielleicht von London lernen können und umgekehrt. Und vor allem, wie eine Schule ausschauen würde, die Sophie selbst gründen würde, die alle diese Erfahrungen, die sie hat, was man besser machen kann, auch tatsächlich umsetzt. Herzlich willkommen. Liebe Sophie, kannst du kurz einmal erklären, was ist Teach for Austria für Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben? Ja, also Teach for Austria ist eine Organisation, die Leute, Uni-Absolventen rekrutiert, die einen sehr guten Uni-Abschluss gemacht haben, um sie dann in eine Schule hier in Wien, jetzt auch in Niederösterreich und Oberösterreich zu schicken für 2 Jahre lang. Und dann denkt man sich, ja, wie kann man das machen oder warum sollte man das machen? Der Hintergrund dessen ist, also dass es gibt Partnerorganisationen in vielen anderen Ländern, es ist aus Amerika gekommen und was sie machen wollten ist, frischen Wind ins Bildungssystem bringen, vor allem an Schulen, wo es schwer war, Lehrer zu finden, beziehungsweise es auch schon sehr, sehr schwierige Umstände gab, aus sozialen, eher armen Verhältnissen stammende Kinder, die dann vielleicht auch mehr Unterstützung brauchen. Und so ist es eben auch bei Teach for Austria jetzt so, gewesen, dass sie diese Menschen eben ins Bildungssystem bringen. Aber bevor das passiert, kriegt man eine Ausbildung, eine sehr intensiv Ausbildung, würde ich sagen, über 8 Wochen lang, wo du dann darauf vorbereitet wirst, dann im Klassenzimmer zu stehen und zu unterrichten. Und da ist es egal, ob du vorher Mathematik studiert hast oder Kunst gemacht hast oder Schauspieler warst. Ab dem Zeitpunkt bist du dann Lehrer in einer meistens neuen Mittelschule Was man vielleicht wissen sollte, Teach for Austria, die Organisation wurde in Amerika von einer Princeton-Studentin gegründet und die Grundidee ist, dass man eben nicht Lehramtsstudenten, sondern Menschen aus allen anderen, aber die Top-Studienabschlüsse in Physik oder in anderen Studien, bei dir ist ja offensichtlich ein starker Kulturschwerpunkt gewesen. Genau. Du bist dann in eine Schule im 7. Bezirk gekommen, eine neue Mittelschule, eine sogenannte Brennpunktschule. Was waren denn deine Erwartungen und wie war es dann dort wirklich? Also ich glaube, zuerst muss ich mal sagen, Brennpunktschule ist irgendwie so ein großer Begriff geworden und viele Menschen wissen dann gar nicht mehr, was sie damit anfangen sollen. Am Anfang wurde irgendwie medial gepusht, war es irgendwie so, ja, Schulen, wo es eben schwierige Verhältnisse gibt, Schulen, wo viele Kinder nicht Deutsch sprechen und eben die Schulen, wo eigentlich niemand hin möchte. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das alles. Aber ich glaube, dann gehen oft die Nuancen verloren, was da eigentlich alles eben auch passiert und was man auch sagen muss, wie viel Arbeit dort geleistet wird. Und als ich begonnen habe, bin ich trotzdem, obwohl man darüber gelesen hat, sehr naiv reingegangen und habe mir gedacht, gut, eben schauen wir das mal an. Ich weiß selber nicht, ob ich gut darin sein werde oder was eben dann, wie die anderen Lehrer sein werden. Und zuallererst möchte ich sagen, ich habe sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht, vor allem mit den Schülern. Aber was man dann halt auch sieht, wie viel fehlt an Ressourcen, aber auch an guter Ausbildung. Das, warum vieles nicht funktioniert, ist nicht, weil nicht gewollt wird oft, sondern weil nicht gekonnt wird. Was können die Lehrer nicht, die dort tätig sind, deiner Meinung nach? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur so wirklich, was können sie nicht und dann könnte man ihnen einen Training irgendwie zur Hand geben und dann könnten sie, sondern eher, glaube ich, diese Überforderung, dass von allen Seiten etwas kommt, mit was du bewältigen musst. Einfach auch viel, was jetzt gar nicht unmittelbar nur im Unterricht passiert, sondern was außerhalb des Unterrichts passiert, dass du danach noch Eltern treffen musst, dass du nachtelefonieren musst, warum ist das Kind seit einer Woche nicht mehr in die Schule gekommen, warum
wirkt so, als wärst du hungrig jeden Tag oder nicht ausgeschlafen. Das heißt, du übernimmst eigentlich auch die Arbeit von Sozialarbeitern, du übernimmst die Arbeit von Psychologen, du bist aber dafür nicht ausgebildet, solltest das auch natürlich nicht machen. Und ich glaube, daraus entsteht dann oft dieses Bild, die Lehrer wollen ja nicht. Aber oft, das habe ich auch wirklich mit vielen Kollegen gesehen, die sind ein bisschen am Ende. Also die wissen auch nicht, wohin jetzt. Und Unterstützung gibt sehr, sehr wenig. Also ich glaube, was es vor allem dann brauchen würde, ist auch dann gute Führung. Ja. Und was man, glaube ich, hier über viele Schulen sagen kann, Menschen sind Direktoren und Direktorinnen, die dann auch in ihrer Rolle überfordert sind oder von vornherein nicht dafür gemacht waren und nicht in dieser Rolle sein sollten. So sehr ich das Wort Leadership ja ein bisschen übergebraucht finde, trotzdem brauchst du das irgendwie, weil du leitest so etwas wie ein Unternehmen. Du hast sehr, sehr viele Mitarbeiter und auch dann Konsumenten in dem Sinn und das musst du irgendwie dann auch können. Ja, also ich habe viel, glaube ich, eben Überforderung und Überarbeitung gesehen. Aber trotzdem weiterhin auch Kollegen kennengelernt, die halt dann auch am Nachmittag noch gesessen sind, obwohl sie wirklich nicht müssen. Und ich weiß nicht, wie viele lange Elternabende gehabt haben. Ja. Trotzdem könnte man ja sagen, ihr habt jetzt quasi in 2 Monaten in einem Sommercamp etwas gelernt, was ein klassischer Lehrer in der Ausbildung 4-5 Jahre lang eigentlich vorbereitet sollte. Und ich war ja selbst Mentor für einen Teach for Austria Fellow und der hat mir erzählt, und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, das, was diese Kinder eigentlich am meisten brauchen würden, wäre die soziale Beziehung und die Unterstützung, die sie von zu Hause nicht kriegen. Also das sind Haushalte, wo keine Märchen vorgelesen sind, wo es oft überhaupt kein einziges Buch gibt, wo fremdländisches Fernsehen geschaut wird und so weiter. Ist nicht das eigentlich das zentrale Problem? Ja, also dass unser Stundenplan auch überhaupt keinen, also letztlich werdet ihr, ist dieser, vielleicht noch eine Frage, ist dieser Stundenplan, die sie, glaube ich, selbst in der neuen Mittelschule 12, 14, 16 gegenstellen, ist das überhaupt irgendwie realistisch machbar oder müsste man nicht die Kinder dort abholen, wo sie wirklich stehen? Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie du es anlegst und ich glaube, in erster Linie geht es um soziale Beziehungen, also das hat man auch ganz stark gemerkt. Ich habe eine Klasse über die 2 Jahre einfach sehr intensiv und viel unterrichtet und das hat den größten Unterschied gemacht, warum diese Klasse dann, glaube ich, wirklich Fortschritte gemacht hat. Nicht unbedingt, weil ich so talentiert war oder es so gut gemacht habe, sondern einfach, weil ich einen Weg gefunden habe, ihnen so zu begegnen, dass sie mir vertraut haben und dass sie dann auch das Gefühl hatten, jemand interessiert sich für mich, das heißt, ich werde mich auch interessieren. Und es auch irgendwie viel darum ging, dieses Interesse überhaupt erst zu erwecken. Wenn man sich dann die Gegenstände anschaut und überlegt, macht Sinn, jetzt wirklich Geografie, Geschichte, Englisch, Mathe und so weiter bis Religion, all das einzeln zu unterrichten, meiner Meinung nach nein, muss man nicht haben. Aber das ist, glaube ich, nicht das größte Problem, was wir haben, sondern eher auch, wie du diese Gegenstände nutzt. Und auch, wie du sie einteilst, weil du könntest sagen, gut, wenn wir es jetzt noch nicht schaffen, diese Gegenstände abzuschaffen, zu sagen, wir machen zum Beispiel, wir fassen das Ganze so, wie wir es im englischen System Science haben. Zum Beispiel. Science and Humanities. Ja. Gut, schaffen wir vielleicht jetzt nicht so schnell, aber was du machen könntest, du könntest Lehrer so einsetzen, dass der Lehrer zum Beispiel Geschichte und Geografie der gleiche Lehrer unterrichtet und dann zusammenlegen kann, was so viel mehr bringt und man auch gesehen hat, dass die Kinder dann mehr darauf anspringen, weil sie sehen, okay, du hast in Geografie, ich weiß es nicht, eben bestimmte Länder besprochen und dann die nächste Stunde ist Geschichte und da erklärst du, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es diese Länder jetzt gibt und vor 20, 30 Jahren gab es diese einzelnen Länder nicht, weil geschichtlich das und das passiert ist, war dann plötzlich so, ich sollte aufpassen, weil das hängt zusammen und alles, wie wir heute zusammen leben und wie wir existieren, kommt aus der Geschichte. Und diese Chance hast du halt als Lehrer, wenn du viele Fächer halt dann unterrichtest und verbinden kannst. Ich glaube, es ist wahrscheinlich relativ schwierig oder langwierig zu sagen, wir würden gerne unseren Fächerkanon über den Haufen werfen und das neu machen. Ich fände es gut, weil du vieles ändern könntest und solltest.
Aber ich glaube, es würde auch schon was ändern, wenn du Lehrer gezielter einsetzt. Ja, wobei interessanterweise, es hindert überhaupt keinen Schule daran, der Lehrplan, dass zum Beispiel der Geschichte und Geografielehrer sich zusammentun und gemeinsam unterrichten. Es passiert nur nicht. Es hindert niemand daran, den Mathematik- und den Physiklehrer ihre Stunden zusammenlegen. Es passiert einfach nicht. Ich glaube, da kommt man wieder zu dem Thema zurück, wie die Führung ist. Mhm. Und das, was sich ändern müsste, ist ein Direktor oder eine Direktorin. Und ich bin ja überhaupt nicht so ein Fan davon, dass es diese eine Person gibt, die das alles entscheidet. Es sollte einfach ein Team an Menschen sein und es sollte auch meiner Ansicht nach eher strukturell wie eben ein Unternehmen aufgebaut sein, dass du halt dann auch einen Lehrer hast, der zum Beispiel für das English Department zuständig ist, der für das Geschichte Department zuständig ist, und so hast du dann auch mehr irgendwie die Möglichkeit, genau das zu sagen, wir sprechen uns ab, ich mache gerade das, du machst gerade das, wir können eigentlich die Stunden zusammenlegen, das gemeinsam machen, und dass das auch eigentlich mehr gefördert werden sollte, Teamwork zu haben. Jetzt gerade ist es einfach nur parallel arbeiten und jeder sitzt ein bisschen so da, na, ich habe das vorbereitet, du kannst das nicht anschauen, weil du musst das ja selber machen. Aber das kommt dann, das ist halt Unternehmenskultur. Wenn die nicht gepusht wird von der Führung, dann wird sie nicht von alleine entstehen irgendwie. Der Fellow, den ich als Mentor betreut habe, der hat mir erzählt, seine Direktorin hat ihm, also die war auch an einer neuen Mittelschule, ich glaube im 21. Bezirk, seine Direktorin hat ihm dann eine super Bewertung geschrieben. Er hat sie dann einmal gefragt, sagen Sie, Sie waren nie bei mir im Klassenzimmer, woher wissen Sie eigentlich? Er hat gesagt, ja, das habe ich schon irgendwie mitgekriegt. Wie war denn das bei dir mit deiner Direktorin? Hat sich die angeschaut, wie du das machst? Hat sich die unterstützt? Aber nicht nur dich persönlich, sondern du hast dir ein bisschen mangelndes Leadership ein. Gibt es da sowas für Führung? Oder? Also meiner Ansicht nach war auch meine Direktorin oft einfach überfordert mit dem, was sie am Tisch irgendwie liegen hatte. Und es ist auch, also bei uns gab es keine Zusammenarbeit, auch unter den Lehrern im Prinzip nicht, sondern jeder hat so sein Süppchen gekocht. Und so etwas wie, dass man sich die Stunden gegenseitig auch angeschaut hat und gesagt hat, hey, magst du mal in meine Stunde kommen, schau dir das an, ich habe das gerade gemacht und so weiter, weil man davon lernt, gab es nicht. Jeder hat die Tür zugemacht und bitte mach sie nur nicht auf, weil ich mache da mein Ding. Und bei den meisten war es irgendwie auch so, da hat man das Gefühl gehabt, die wollen natürlich nicht, dass jemand sieht, was sie machen, weil einige von denen 20 Jahre genau das Gleiche gemacht haben. Und ich glaube aber nicht, dass es etwas bringt, dann zu sagen, na, boah, jetzt hast du vor 20 Jahren genau den gleichen Scheiß irgendwie gemacht, sondern eher, dass man sagen müsste, schau dir das mal an und auch wirklich gezielt sie in Weiterbildungen schickt, die aber auch halt qualitativ hochwertig sind. Jetzt gerade ist es auch so, dass du eine gewisse Stundenanzahl hast, wo du eigentlich dich weiterbilden solltest. Aber wie schaut das in der Realität aus? Naja, also es gibt also manche. Nicht bei der Teach for Austria, weil ihr kriegt eine tolle Unterstützung, aber für den normalen Lehrer in einer neuen Mittelschule. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie du dich darum kümmerst. Ja. Es gibt an der PH teilweise gute Sachen. Ich bin in guten Weiterbildungen gesessen. Da geht es aber auch viel darum, was du davon nützt. Und dann gibt es halt auch schulinterne Weiterbildungen, wo es ganz klar ist, dass das einfach nur abgeschrieben wird, dass jeder das halt in sein Formular einfüllt und gesagt hat, ja, da bin ich gesessen und jetzt weiß ich, wie man ein Lesetagebuch führt. Mhm. Ja. Aber so Schulentwicklung wie, also du hast ja selber gesagt, eine Schulorganisation mit, wie viel Schüler war es und wie viele Lehrer ungefähr? Bei uns war es eine relativ kleine Schule, also wir hatten sowas wie 300 Schüler. Ja. Und aktiv 20 Lehrer wahrscheinlich, aber aktiv ist dann auch die Frage, was man als das zählt, weil ich habe mir mal angeschaut, halt, wer unter unserer Schule läuft. Und da waren es 30 wahrscheinlich. Um einige mehr. Ja. Und auch die eigentlich aktiv sind, waren dann viel im Krankenstand. Jetzt nicht, dass ich sage, dass das nicht, also dass sie das nicht gebraucht hätten. Aber überproportional. Ja, und dann brauchst du auch einen Ersatz dafür, aber ja, den hast du nicht bekommen. Das heißt, es wird irrsinnig viel durchsuppliert. Ja. Und was dann natürlich die Qualität nochmal runterfällt. Was heißt durchsuppliert? Kannst du das für den Schulleiter erklären? Ja, es kann sein, dass eine Lehrkraft über Wochen krank ist. Ja. Und dann ist es nicht so, sagen wir, es ist ein Physiklehrer, dass man sagt, gut, jetzt brauchen wir einen anderen Lehrer, der Physik unterrichtet. Entweder einer, der dafür ausgebildet ist, oder einer zumindest, wo man sagt, du, für 8 Wochen jetzt musst du das machen, schau dir den Lehrplan an und unterrichte das. Sondern oft passiert so, dein Name steht dann in der Früh halt dann drauf, du weißt, okay, du unterrichtest diese Klasse, eigentlich Physik, aber es wird dir dann halt gesagt, du,
wenn du nicht unbedingt Physik unterrichten willst, dann kannst du auch zeichnen, wenn du magst. Okay. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es okay, wenn man das eine Zeit lang macht, aber wenn man weiß, es ist einfach ein langer Zeitpunkt, verlieren die Kinder einfach 8 Wochen Physikunterricht und niemanden schert irgendwie. Das stimmt. 2 Fragen noch zu der österreichischen Schule. Was war dein schönstes Erlebnis und was war dein beklemmendstes Erlebnis? Gut, beginnen wir mit dem schönsten Erlebnis. Das war eindeutig die London-Reise mit meiner Klasse. Genau, erzähl das, dein Vater hat es mir erzählt. Da war es so, dass am Ende des ersten Jahres hatten wir das Thema London im Englischunterricht und die, meine Schüler waren jetzt nicht sehr begeistert davon und es hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich mich das Jahr darüber gefreut habe. Wir hatten andere Themen, wo ich mir dachte, ist jetzt nicht so interessant, London fand ich cool und sie sind halt ein bisschen mit dem Fadenauge halt da gesessen. Und zuerst habe ich dann so gesagt, ja, was ist denn los, das ist doch cool. Und sie haben dann gesagt, ja, schon, aber wir waren ja irgendwie, wir wissen ja nicht, was das ist eigentlich. Habe ich mir gedacht, ja, macht Sinn, wenn du nie dort warst, warum solltest du das irgendwie toll finden? Und dann wurde die Idee geboren, na gut, dann probieren wir das auf die Beine zu stellen und haben dann eben für fast 7 Monate halt gecrowdfundet, das heißt zusammen halt eine Facebook-Page erstellt und dann Videos gemacht und Briefe ausgeschickt. Und als ich das meinen Schülern am Anfang des Jahres erzählt habe, war ich noch sehr erforscht und habe gedacht, ja, das, wenn man das Leuten erzählt, die werden das toll finden und uns Geld geben. Und dann hat sich herausgestellt, das ist gar nicht so einfach und Leute geben gar nicht so gerne Geld her. Ja. Und zu Weihnachten war ich auch nicht sicher, ob es überhaupt klappen wird, aber da habe ich den Schülern schon gesagt, wir werden das schaffen, es wird sicher irgendwie gehen. Und ja, mit März hatten wir dann das Geld zusammen und im Mai sind wir dann eben mit 21 Kindern oder 15-Jährigen nach London gefahren und haben dort eine Woche verbracht. Und lustigerweise haben wir genau die Schule besucht, an der ich jetzt unterrichte in London. Und ja, ich glaube, es war für uns alle ein ziemlich cooles Erlebnis. Also, da gibt es auch ein Foto halt von uns, wo wir dann am London Eye alle oben stehen. Und ich muss schon sagen, wenn ich es jetzt noch anschaue, da ist so ein bisschen Gänsehautgefühl da, weil es einfach wirklich eine tolle Erfahrung war. Ich habe gehört, für viele Schüler war das überhaupt das erste Mal, dass sie in einem Flugzeug gesessen sind und dass sie überhaupt in einem anderen Land waren. Ja, also viele Schüler sind nie aus Österreich rausgekommen, beziehungsweise werden dann halt nach Hause gefahren, aber nie in einem Flugzeug gesessen. Das heißt, als wir da am Flughafen gestanden sind, zuerst haben sie natürlich alle gesagt, ja, das wird eben so toll und cool werden. Und überhaupt die Burschen haben gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann, wo es eben darum ging, ins Flugzeug einzusteigen, hat man ihnen schon so ein bisschen, es ist plötzlich sehr still geworden. Und sie sind irgendwie so alle da gestanden mit großen Augen. Und dann ein paar hatten dann schon noch, glaube ich, ein bisschen Angst, aber waren dann. Und was hat das dann sozusagen transformatorisch, diese London-Reise ausgelöst? Hat das was verändert in der Atmosphäre, in der Klasse und Lernbereitschaft? Ja, also ich meine, wir hatten auch da schon eine sehr gute Beziehung und ich meine, viele der Lehrer, der anderen Lehrer haben dann auch gesagt, bist wahnsinnig, warum fährst du mit deinen 21 Verrückten dann nach London? Ich meine, es ist schon schwierig genug, nach Niederösterreich zu fahren. Aber dadurch, dass wir uns dann schon eben fast 2 Jahre gekannt haben, war irgendwie schon ein Vertrauensverhältnis da, wo ich ihnen halt auch gesagt habe, ich muss da wirklich darauf vertrauen können, dass wir das gemeinsam machen, dass wir das wirklich da zusammen irgendwie durchziehen. Und ich hatte schon das Gefühl, wo wir zurückgekommen sind, das hat irgendwas ausgelöst, so ein bisschen halt, da gibt's noch was draußen. Und zum Beispiel eine meiner Schülerinnen, die ist jetzt gerade auf Austausch ja in Amerika und hat eben gesagt, ja, das hat irgendwie, plötzlich hatte sie das Gefühl, sowas ist möglich, was sehr schön ist. Ich muss dich jetzt auch fragen, was war das beklemmendste Erlebnis in deiner Laufbahn da, in dieser Schule? Ich glaube, es gab einen Polizeieinsatz an unserer Schule. Also wir hatten eine der sogenannten Flüchtlingsklassen, dann neu in Wien-Klassen genannt. Und da war es so immer problematisch oder beziehungsweise zu einem Problem gemacht, meiner Ansicht nach. Vor allem von den anderen Lehrern, aber auch von der Direktorin teilweise. Und da gab es dann einen Fall mal, wo eben angeblich etwas gestohlen wurde und dann direkt man wusste nicht mal, wer es genau war, direkt die Polizei gerufen wurde. Die Polizei ist da eben in die Klasse reingekommen. Wie die Polizei erstens mit den, und das sind Kinder gewesen, mit den Kindern geredet hat, aber auch generell, wie die Atmosphäre da war, mit ihnen umgegangen wurde, das war ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis für mich, einfach auch drinnen zu stehen, zu wissen, dass du jetzt nicht viel machen kannst, außer
sie darin zu bestärken, zu sagen, es wird irgendwie gut werden. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird wieder gut werden. Das war irgendwie ja, ein trauriges irgendwie, ja, Schauspiel, was man damit ansehen musste. Ja. Jetzt ist was Interessantes passiert. Du hast ja dann dort, die Schüler sind ja dort auch in London in eine Schule gegangen, in eine ähnlich herausfordernde, glaube ich, und du hast irgendwie dann beschlossen, in dieser Schule probierst du das jetzt selber als Lehrerin und dort bist du ja tätig. Was war da deine Erwartungshaltung und was ist dort sozusagen jetzt anders von der Situation? Also das Interessante war, als ich mit meinen österreichischen Schülern dort in die Schule reingegangen bin, es ist einfach schon eine ganz andere Atmosphäre, wenn du dort reinkommst, weil das Erste, was du siehst, wenn du in die Schule reinkommst, ist ein riesiges Plakat, wo draufsteht 100% jeden Tag. Und dann drunter steht, wir besteigen den Berg zur Universität. Also das ist das Motto dieser Schule, dass jedes Kind soll die Chance haben, an die Uni zu gehen. Und die Schule ist in einer Umgebung, wo es eben auch einen sehr, sehr hohen Migrationsanteil gibt. Also eigentlich nahezu alle unsere Schüler kommen eben aus Familien, wo die erste Sprache nicht Englisch ist, auch oft eben aus recht armen Verhältnissen. Aber es ist so, dass die Schule so gut gemanagt ist, von vorn bis hinten, dass das irgendwie nicht so einen Unterschied macht, oder ich glaube, man dort auch, also man würde diese Schule nie als Brennpunktschule bezeichnen, nämlich aus dem Grund, ich meine, da ist es die Frage, wie man Brennpunkt definiert, weil der Hintergrund der Schüler ist oft der gleiche wie hier, aber sie ist sehr, sehr gut geratet, also sie ist ja dann top. Und ist die Mischung dort besser zwischen Kindern aus Bild und Neis? Genauso wie. Nein, aber da muss ich dich jetzt fragen, sozusagen, du hast der Leadership angesprochen, du sagst, die Schule ist gut gemanagt, was machen die besser? Man muss auch sagen, der Direktor, der diese Schule gegründet hat, der ist ehemaliger Teach First Fellow eben auch gewesen und hat das vor zehn Jahren wurde die Schule gegründet und das ist auch schon anders entstanden als hier. Also so wie dort könnte eine Schule hier nie entstehen, weil das war eine Ausschreibung. Ja. Das heißt, du kriegst ein Budget, du kriegst ein Gebäude und die sagen halt, du musst dich darauf bewerben mit einem eben Businessplan. Wie soll deine Schule ausschauen? Wir wählen dann den besten Businessplan und dann kannst du das umsetzen. Ist eine öffentliche Schule, wo die Lehrergelder und alles gezahlt werden, wie im öffentlichen Schulsystem, aber eine Privatperson konnte sich quasi bewerben. Das wäre bei uns nicht denkbar. Sieht man aber dann auch, dass das von vornherein natürlich anders ist, weil dadurch, dass du dich mit diesem Plan bewerben musstest, musstest du ja auch zeigen, da steckt irgendwas dahinter. Also ich habe mir schon überlegt, wie das ungefähr aussehen soll. Und sie haben eben von vornherein gesagt, sie wollen eine Schule haben, die eben von Nursery bis Sixth Form geht und haben dann eben mit, glaube ich, 3 oder 4 Klassen halt begonnen in verschiedenen Stufen und dann halt immer aufgestockt, bis sie halt jetzt die ganze Schule voll haben mit den Klassen. Und da ist es so, dass eben von der ersten Klasse, beziehungsweise vom Kindergarten, weil die jüngsten Kinder sind 3 Jahre alt, dass da eben ein System gefahren wird, was von vorne bis dann am Ende durchgezogen wird. Und das merkt man dadurch natürlich auch, die Kinder von vornherein wissen, was sind die Erwartungen, aber auch, was wird ihnen geboten. Und das beginnt beim Curriculum, das ist aber genauso auch, welche Erwartungen werden an die Lehrer gestellt. Du hast irrsinnig viele Feedbackgespräche, fast jede Woche jemanden, der deine Stunden anschaut, dann hast du Probation-Meetings, dann musst du einen Plan machen, wo möchtest du dich weiterentwickeln, wo siehst du dich jetzt gerade, was sollten die Fortschritte für die nächsten 6 Wochen sein, fürs nächste Jahr sein. Wer macht das mit dir, der Department-Leiter oder? Genau, es gibt einen Line-Manager, dann gibt es Department-Heads, dann gibt es Vice-Principals, also es ist wirklich wie ein Unternehmen, das sieht man dann auch, das hängt halt in jedem Lehrerzimmer, halt wirklich die Struktur, wo halt die Leute sitzen und wer dir überstellt ist, beziehungsweise wer dein Ansprechpartner ist. Also es ist vielmehr so, natürlich gibt es dann Karrieremöglichkeiten, aber wenn du dann mit deinem Line-Manager redest, geht es eher darum, mit wem kannst du reden, entweder weil du ein Problem hast oder weil du besprechen möchtest, wohin du jetzt gerade dich entwickeln möchtest. Und die Lehrer arbeiten mehr in Teams, wenn ich das richtig verstehe. Und unterstützen sich auch mehr. Ganz genau. Also es ist auch so, dass die Schule ist unterteilt natürlich, dass halt die Early Years, dann gibt es die Primary School, die Junior School und dann halt die Secondary School. Und innerhalb dieser Schulen gibt es dann nochmal Teams, die sich zusammentun, dass du zum Beispiel im Humanities-Team bist oder im Science-Team. Bedeutet auch, dass du natürlich weniger Arbeit hast. Also weniger Arbeit in dem Sinn, dass du nicht parallel arbeitest, sondern dass halt dann gewisse Stunden einfach
dann schon zur Verfügung stellen, Verfügung stehen und du musst sie eigentlich dann nur eben aufrufen und machst es dann. Dafür hast du halt dann, machst du die Mathematik-Hausübungen oder bereitest vor. Wenn jetzt in Österreich das große Wunder passieren würde und es gäbe auch die Möglichkeit, sich mit Konzepten für öffentliche Schulen zu bewerben und du würdest dich dann mit einigen von deinen Teach for Austria Fellows zusammentun, wie würde denn kurz beschrieben die Schule aussehen, die du in Österreich gründen würdest? Also im Grunde gefällt mir das, was ich jetzt in London gesehen habe, ganz gut. Einfach nur aus dem Grund, dass ich es als sehr wichtig empfinde, dass du eine Schule hast, wo es eben von ganz, ganz früh bis eben dann, wenn sie in die Welt rausgehen, geht, weil du dann auch echt einen Plan entwickeln kannst, wie du sie am besten fördern kannst. Du kennst die Kinder, du weißt, was sie ungefähr brauchen und kannst darauf eingehen. Das heißt ja nicht, dass jemand auch nicht dann quer einsteigen kann. Also ich würde nicht sagen, du kannst dann nicht erst, wenn du möchtest, mit 12 einsteigen kannst du schon, aber es wäre schön, sie eben von Anfang an irgendwie dort zu haben. Und wenn man sich anschaut, was die alles an Informationen über die Kinder gesammelt haben und wenn man dann zum Beispiel einfach mal fragt, okay, welches Kind braucht dieses Jahr Mathematikförderung und die ziehen das raus und sagen den Namen und du überprüfst es mit den Daten, stimmt es meistens überein. Das ist, finde ich, etwas, was schon sehr dafür spricht, dass du das halt hast. Sonst, was ich einfach schön fände, ist natürlich eine soziale Durchmischung. Also ich möchte weder eine Schule gründen, die dann für die sowieso Benachteiligten nur ist, oder sagen, ich möchte eigentlich nur die super Privilegierten fördern und eine Privatschule machen, weil man da halt das Geld findet. Es wäre natürlich einfach gut, wenn man das zusammenbringt, weil das unsere Gesellschaft generell mehr brauchen würde, einen Begegnungsraum von verschiedenen sozialen Schichten und verschiedenen Menschen. Genauso im Lehrerteam. Das ist etwas, was ich ganz, ganz toll fände, weil man das auch viel sieht an sogenannten benachteiligten Schulen, dass dann oft, wenn man sagt, man sucht sich die Lehrer aus, dann eigentlich hauptsächlich privilegierte weiße Lehrer unterrichten. Was auch problematisch ist, weil ich glaube, dass gerade Kinder dann auch manchmal Vorbilder brauchen, die ihnen ähnlicher sind. Weil manchmal schauen sie mich dann auch an und sagen, ja, aber sie wissen nicht, wie es mir jetzt gerade geht und sie wissen genau, was sie damit sagen, nämlich, dass ich aus einem sehr, sehr anderen Hintergrund komme. Also das fände ich gut, wenn diese Schule das auch irgendwie abdecken würde. Und was schön wäre, was es auch in London gibt, dass es eben diese Lehrerweiterbildung innerhalb der Schule gibt, dass du auch gewisse Targets erfüllen musst als Lehrer. Du kannst dir die Lehre erstens aussuchen und zweitens kannst du auch den Anspruch stellen und sagen, okay, das ist dein Target fürs nächste Jahr, das musst du auch erfüllen können, das möchte ich sehen. Und aber andererseits auch Unterstützung geben, wenn dann zum Beispiel es nicht so leicht gerade ist, zu sagen, was brauchst du jetzt gerade? Was kann ich dir irgendwie geben, dass es dann irgendwie für dich leichter wird? Also ich habe gestern die Chance gehabt, mit der amtierenden österreichischen Bildungsministerin und dem ehemaligen vielleicht wieder Bildungsminister zu reden. Ich werde jedenfalls deine Vorschläge, werde ich beiden schicken, in der Hoffnung, dass sich da wirklich was tut. Soviel zum Abschluss. Eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Welche Frage wolltest du mir eigentlich immer stellen? Cool. Gute Frage. Du engagierst dich jetzt schon seit langem eben sehr stark im Bildungsbereich. Hast du eine genaue Vorstellung, wie eine Schule aussehen sollte oder ein Schulkonzept, was man vielleicht sogar auch weiter flächig irgendwie anwenden könnte? Also für alle, die den Film sehen, wir sind hier an der Sir Karl Popper Schule. Das ist eine öffentliche Schule für besonders begabte Kinder. Aber das Interessante ist, 90% der Dinge, die hier gemacht werden, könnte man an jeder anderen öffentlichen Schule machen. Also was sind hier die Elemente? Es gibt hier einen eigenen Gegenstand, Kommunikation und Sozialkompetenz. Schüler nennen den liebevoll COSO. Es gibt hier jeder Schüler einen eigenen Coach. Es gibt hier Dinge wie Labs und Lernbüros, wo man selbst oder in Gruppe in eigener Geschwindigkeit lernen kann. Und vor allem gibt es ja exzellente Lehrer, die sich ständig weiterbilden. Also da ist schon viel da. Die Schwierigkeit ist eben nicht, eine gute Schule zu gründen oder mitzugründen, sondern die Schwierigkeit ist, das in einem System zu skalieren. Und da sind wir Österreicher dabei leider sehr, sehr schlecht. Da sind zum Beispiel die Kanadier sehr, sehr gut. Ich hoffe allerdings doch, dass es viele positive Beispiele wie dich gibt, die dann auch wirklich real Schulen übernehmen, Schulen gründen. In Großbritannien spielt Teach First, wie es ja dort heißt, bereits eine große Rolle. Viele Lehrer kommen über dieses System neu hinein, viele Direktoren übernehmen das mittlerweile und das ist eine Entwicklung, die ich mir für Österreich sehr wünsche. Und dir wünsche ich, also Österreich wünsche ich, dass du einmal wirklich die Chance hast, deine Schule mit Freunden und Unterstützern von dir zu gründen. Jeder, der
die Sophie unterstützen will, ist herzlich aufgerufen. Kontonummer wird gerne zur Verfügung gestellt für das Geld. Vielen Dank, Sophie. Dankeschön.